Wir müssen wieder Zeit einholen, oder? Ja, heute wird's doch ein bisschen sehr früh, aber ich muss schauen, dass die Sonne hier das Ganze nicht wegschmelzen tut, weil ich habe extra die Nacht über Heizung nicht angemacht, damit es ein bisschen kühl bleibt, weil das habe ich sehr spät gestern noch besorgt. Und erstmal, um die einzelnen Sachen hier abzuarbeiten, kann man schon sehen, jetzt kann man schon sehen, erstmal, weil man schon sehen kann, nein, nicht, ist das ein anderer Grund, weil in dieser Reihenfolge, habe ich das ja beklebt und nein, das war es jetzt, was ich beklebt habe und ich habe ich noch versprochen, das in einem anderen Video zu zeigen. Gestern hatten wir keine Zeit, weil dazu kommen wir gleich noch. Und so sieht es halt immer beklebt aus und ich finde, das habe ich auch ganz gut getroffen. Es sind alles nur durchsichtige Aufkleber, also keine weißen Aufkleber mit so schwarzen Sachen und dunkelgrauen Sachen so, oder und hellgrauen Sachen, sondern der Hintergrund davon ist durchsichtig, klar. Also das durchsichtige Aufkleber und das durchsichtige Aufkleber, das und das. Das so übereinander, auch so nebeneinander, das kann man nicht sehen. Da muss man schon ein bisschen. Jetzt kann man es so ein bisschen sehen und es ist auch so ein bisschen so angeschrägt und es passt doch wunderbar. Seite sind kein Aufkleber, oder? Nein. Also die Seiten schon klar, ja. Also da zum Beispiel sind auch kein Aufkleber drauf. Machen Lego aber auch, zum Beispiel beim Dodge Challenger, bei diesen Liedern, da haben die auch unten so Aufkleber hingemacht. So wie da hinten, nur dass es vorne ist und gerade und nicht so abgeschrägt, aber sonst. Ja. Und das noch durchsichtige Aufkleber, genauso wie das und die Lichter davon, ne? Ist ja klar, ne? Also die Lichter davon, die sind ja da unten. Ach so, ja, genau, das ist auch so durchsichtige Aufkleber, diese schwarzen Streifen da. Die sehen bestimmt ganz toll aus, keine Ahnung, ey. Ist mir aber auch sowas von egal. Und ich finde, habe ich auch einigermaßen gut beklebt und da sind eben nicht so Probleme zu sehen. Wie beim Dodge Challenger habe ich schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, auf alle Fälle kommen wir mal zum nächsten, was ich auch noch nachholen muss, was ich versprochen habe zu zeigen. Das habe ich ja gestern mit euch durchprobiert, darum hat es auch so lange gedauert. Wo ist denn dieser 1x4 Stein? Den habe ich da hergelegt irgendwo. Finde ihn nur nicht. Ich habe ihn aber irgendwo hingelegt. Ganz sicher. Also der liegt da irgendwo bei. Den habe ich dahinter gelegt, genau. Wusste ich nicht. Wieso ich mir sowas merken? Das ist so ein Gummibärchenfarbe. Das ist von dieser Sorte. Ich meine ja von diesem Kuchen-Gummibärchen da. Dieser Berliner da, dieses Ding da. Das ist. Genau, so eine Farbe kann man schon durch die Packung sehen. Nicht gelb, das scheint nur durch. Moment. Das ist so eine Farbe. Ist dieser. Wie heißt denn das? Himbeer-Berliner heißt der. Das ist so diese Farbe ungefähr. So in dieser Art, aber ich habe gerade keinen Bock, das zu essen, weil ich habe gestern damit schon genug zu tun gehabt. Wieder rein damit. Ist eh nicht so das Beste. Am besten schmecken mir davon die pinken. Das ist Erdbeer-Biskuitrolle. Schmeckt lecker, finde ich. Und ja. So. Schmeckt mir halt eben am besten. Was ein bisschen nach Pfanne schmeckt, eher finde ich, ist das Orange-Zeugs da. Orange-Rüblikuchen und ja. Egal, lassen wir es erstmal. Den Rest haben wir schon verglichen, aber ich habe jetzt noch ein bisschen was anderes rausgeschmeckt gestern, egal was soll's. Das haben wir jetzt geklärt. Und im vorne, im vorne, im, ach, wie heißt denn das? Ich bin nicht so ein Internet-Sternchen, was Sachen hinter anderen macht und alles verheimlicht und dann in seinen Videos sagt, ja, das musste ich machen, weil das ist gemacht und so.
Also ich sag schon, aber ich sage auch wenigstens den Namen dazu. Ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, weil es mir so egal ist, wer es ist, weil was bringt es, wenn ich jemanden damit ansprechen will, dann merke ich meinen Namen. Aber wenn es mir egal ist, wer es ist und ich will keinen damit ansprechen, ich will nur darauf eingehen, was in diesem Video gestern war. Da war so ein Kommentar, es war so Götzendienst, das möchte ich bitte nicht. Ich bin kein König, sowas sagt man aber auch nicht zu anderen Menschen, dass sie Könige sind, weil ja, die Queen und so weiter in England, das ist deren Sache, die sind weit weg. Zum Glück sind die weit weg, ey. Die sind so blöd. Also, kein Götzendienst bitte, kein Götzendienst. Und auf so Schleimerei bitte nicht. Ich hätte jetzt so ein Ersatzlob dann nehmen müssen, weil die Farbe Bridal Orange habe ich vielleicht noch beim majestätischen Tiger, aber so einzeln habe ich es nicht rumfliegen. Und ich dachte, es passt ganz gut. Entweder es war der oder der da. Ich weiß nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich die Seite, die ich ausgetauscht habe, zur Kamera hingedreht. Ja, ist ein bisschen schwer, das einzuklemmen, weil einfach auch echt kein Weg ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind die Dinge wirklich so creamy, wie es auf die Verpackung ausschaut? Das kann man jetzt nicht so gut sehen, weil es mit der Kameraperspektive ist ja auch echt gemein. Das soll irgendwie rauscremen. Ich kenne diese Biscuit-Kekse da. Auch von Lidl, aber nur von der Eigenmarke. Wie zum Beispiel hier bei diesen. Ich glaube, es nur bei Einzelnen stehen die so, oder ich weiß nicht. Auf alle Fälle kenne ich das eigentlich nur von. Boah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von Sohnday, genau. Das heißt wirklich Sohnday. Wird scheinbar so geschrieben. Boah, meine Finger stinken nach allem Mögliche. Die einen riecht nach Arbeit, die andere auch, aber ich habe jetzt mit Gummibärle über, jetzt riecht es nach Gummibärle. Nein, ich muss doch meine Hände waschen, ich halte sonst nicht aus, tut mir leid. Sekunde bitte. Ich habe gerade ein bisschen abgedunkelt, damit es. Ja, es ist zwar heller, aber jetzt sieht man fast gar nichts mehr, weil es überlichtet. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen, je nachdem, wie die Kamera drauf ist. Darum. Mache ich es lieber so ein bisschen dunkler, damit die Kamera nicht schon wieder so blöde Sachen macht. Und es überlichtet so, dass es dann alles schwarz wirkt. Oder so. Jetzt ist halt eben so die Frage, ne? Ach so, genau. Immer wenn ich Feierabend habe, tue ich sowieso meine Hände waschen. Klare Sache, aber es bringt nicht immer was. Egal, wie oft und gründlich ich das mache und so weiter. Weil ich tue mir mehrmals während der Arbeitszeit Hände waschen, damit es nicht passiert, aber. Vielleicht habe ich es nicht ganz geschafft, wer weiß, wie auch immer. Erstmal die Frage, warum zeige ich es überhaupt so genau? Keine Ahnung, ich wollte was anderes machen. Will it cream? Ja. Vielleicht ist es ein bisschen warm geworden, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle. Sohnday machen auch so Biscuit-Dinger da, aber da ist die Schokolade hart und das ist auch mehr trocken und aber das cremt richtig geil. Ja. Das geht gut. Das ist auch Nutella. Diese Cremeform schmeckt genauso wie es Ferrero Nutella, also eher so nach Bueno. Finde ich. Aber egal, was soll's. Auf alle Fälle, morgen. Achso, genau, ich habe mich schon so auf dieses Video gefreut, ne, weil heute war Eiswagen da und darum gab es heute Mittag echt nicht viel zum Essen. Die nicht Eis gegessen haben, so wie ich zum Beispiel, was mir noch zu kalt war. Andere haben nur Eis mitgegessen, weil die meinen, Eis schmeckt lecker und darum muss man es auch im Winter essen.
In Ordnung. Aber ja, wir haben alle, uns war eins zu kalt, aber einige verstehen es nicht und meinen, fressen es alles und das Wichtigste und so weiter und muss. Aber wie auch immer. Auf alle Fälle habe ich mich aus diesem Grund schon darauf gefreut, weil, jo, sag ich dir was zum Essen. Und morgen kommt ein echt geiles Video. Ihr könnt euch schon mal auf ein ganz außergewöhnlich verrücktes Video freuen. Also kein seltenes Essen, sondern das gibt's schon länger, aber wer stellt schon sowas online? Ich habe nachgeschaut, also das, was ich so gesehen habe auf YouTube, hat noch keiner online gestellt. Darum dachte ich mir, ich stelle es morgen online. Also diese Biscuit-Dinge da von Nutella, die sind wirklich geil. Die cremen richtig schön. Vielleicht sind die auch ein bisschen warm geworden. Oder. Wobei, hier ist es gar nicht so warm. Ich sitze hier immer noch im Pulli und es ist immer noch ein bisschen kühl und egal was die Sonne macht, es geht und ich finde ja. Aber vielleicht hat die Sonne ein bisschen das beheizt, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Auf alle Fälle, Nutella Biscuits geht klar. Das gleiche nochmal. Mit die gleichen Biscuits, nur nicht von Nutella, sondern von Sundae würde ich nicht nochmal ausprobieren. Auch mit diesem Sonnenzeugs da würde ich trotzdem nicht ausprobieren, weil kein Bock. Ist zu trocken und die Schokolade von Sundae ist bei den Biscuits auch viel zu hart. Bei Nutella ist es wirklich so geil, wie es auch heißt. Und auch so geil, wie es abgebildet ist. Das gefällt mir sehr. Und morgen einschalten, sehr wichtig, weil da gibt es was Besonderes. Bis dann.